Onkel Anton wird nicht sehr zufrieden mit uns sein. Ich stelle hier mal lieber die Lautstärke etwas runter. Ja. Servus und herzlich willkommen zur neuesten, fünften Episode von X-Wing Alliance. Ja, Onkel Anton ist nicht besonders zufrieden mit uns. Wir haben zuletzt uns da was angeguckt. Ein paar Frachtcontainer. Immer zu zweit fliegen. Thomas, den gibt's ja wohl noch. Den alten Papa, ne? So, dann hören wir uns mal die neueste Mission an. Das haben wir jetzt davon, weil wir uns bei der Harlequin-Station eingemischt haben. Ihr hättet sie nicht provozieren sollen. Unabhängig davon, was euer Vater denkt, können wir den Viraxo nicht trauen. Natürlich werden die Viraxo auf ihre hinterhältige Art wieder versuchen, uns eins auszuwischen. Mit der von ihnen auf einer unserer Anlagen deponierten Schmugglerware hoffen sie, das Imperium auf uns aufmerksam zu machen und uns so aus dem Geschäft zu drängen. Glücklicherweise habe ich einen Plan, mit dem wir das Blatt wenden können, um sie mit ihren eigenen Waffen zu besiegen. Ich habe Erin die Silu mit einer gefälschten ID ausrüsten lassen. Getarnt als eine der ihren, wird sie sich in die Frachtanlage bei Danbo einschleusen und dort Spice-Drogen unter ihrer Ladung verstecken. Sofort nachdem sie ihre Ladung losgeworden ist, starten du und Eamon einen schnellen Überraschungsangriff. Das wird ihre Flucht auch für den Fall sicherstellen, dass sie unsere List frühzeitig bemerken. Hauptsache, es gelingt uns, dass ihnen die imperiale Garnison einen Besuch abstattet. Bei der anschließenden gründlichen Durchsuchung wird ihnen der Container mit Spice-Drogen einige Probleme bescheren. Die Silo wurde von Erin in die Venix umbenannt, damit sie sich heimlich als eine der ihren in die Frachtanlagen bei Danbo einschleusen kann. Der Spice-Container wurde so modifiziert, dass er nicht mehr mit uns in Verbindung gebracht werden kann. Er wird sich in den normalen Ablauf einfügen und bei Danbo die Spice-Droge in die Anlage schmuggeln. Wir werden die Sabra fliegen und Eamon bei einem schnellen Überraschungsangriff auf die Anlage unterstützen, während die Ladung abgeliefert wird. 15 Minuten später sollten bereits die Garnisonen des Imperiums eintreffen. Zu diesem Zeitpunkt sollten wir bereits über alle Asteroiden sein. Sobald das Imperium eingetroffen ist, wird es erst einmal alles untersuchen. Und einen Container voller Spice-Drogen kann das Imperium einfach nicht übersehen. Toller Plan. Die Silo wurde von Erin in die Venix. Das ist doch völlig bescheuert. So, auf. Denkt dran, das Timing ist schwierig. Versaut das nicht. Ja, Sie können auf uns zählen, Sir. Bin ich mir ganz sicher. Beeilt euch. Erin ist schon längst unterwegs. 25% der Viraxo-Schiffe müssen wir zerstören. Spice-Drogen liefern. Das macht ja die Sabra. Die darf aber dabei nicht identifiziert werden. Na gut. Servus. Die Frachtanlage liegt direkt vor uns. Zuerst das Wichtigste. Wir müssen diese Jäger ausschalten. Greife Jäger der Viraxo an. Tjo. Hey, Partner! Gegner in Reichweite. Was haben wir denn da? Ein paar von diesen Azamine-Punks. Machen wir Gehacktes auf ihnen. Sie ist ihr Anscheiner, Bruder. Erin hat es jetzt noch nicht geliefert. Will sonst noch jemand was? Da muss noch ein Schiff vor ihr sein, das gerade ablässt. Genau so ist es. Und du wirst nicht glauben, welches. Es ist die Enkidu. Sehr cool. Ich entwickle gerade eine starke Abneigung gegen dieses Schiff. Was hältst du davon, wenn wir das Ärgernis beseitigen? Wollt sie schon wieder abhauen, Enkidu? Wenigstens scheint Erin's gefälschte ID zu funktionieren. Ich glaube nicht mehr lange. Ich stehe kurz davor, diese Ladung zu opfern. Das würde alles aufnehmen lassen. Mach das nicht.
Das hast du schon durch deine frühe Ankunft geschafft, Schmidt. Sie brechen ihre Mission aus. Ich glaube nicht, dass das die passende Zeit für einen Kommentar ist. Sehr schön. So, ich würde sagen, wir haben ausreichend Schaden angerichtet. Jetzt wäre es eigentlich interessanter, irgendwie jedes Mal Bonuspunkte. Das finde ich sehr nett. Wow. Auch machen. Okay, ich habe Aaron. Lasst uns hier verschwinden. Moment, wir müssen noch eben diese. Geht's. Ja, ich habe ein Schiff meiner eigenen Seite zerstört. Das war aber doch Absicht. Also das ist doch Sinn und Zweck der Veranstaltung gewesen. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, kommen die Imperialen vorher? Weil wenn die natürlich aufkreuzen, dann gibt's Haue. Sehr gut. Damit hätte auch dieses hier geklappt. Getan. Ich kann's nicht glauben. Das war doch ein guter Plan, oder? Naja. Der Plan hatte viele Löcher. Eigentlich hatte der Plan nur Löcher. Der Plan war einfach nur scheiße. Tut mir leid, das ist totaler Blödsinn, das so zu machen. Es wäre wesentlich sinnvoller gewesen, die Drogen einfach zu vernichten und so zu tun, als hätte es die ganze Nummer nie gegeben. Die Zeit ist um. Wir müssen hier verschwinden.
Wieso? Visieren Sie den Hyperraum-Sprungpunkt an und dann nichts wie los! Wir sind schon längst zu Hause, du Nuss. Aber vielen Dank für deine Beiträge. Oh Mann. So. Null ist wieder Cockpit-Sicht. Okay. Nachbesprechung. Auch wenn nicht alles nach Plan laufen sollte, müssten wir trotzdem erfolgreich sein. Die Viraxo werden es bestimmt nicht einfach haben, dem Imperium klarzumachen, dass sie nichts von der Schmugglerware wussten. Im ungünstigsten Falle wird es sie nur eine Menge Bestechungsgeld kosten. Im besten Falle werden sie unsere Geschäfte nie wieder stören. Der Verlust des Silu wäre dafür nur ein geringer Preis. Ich kann es nicht erwarten, den Ausdruck in Thomas' Gesicht zu sehen, wenn wir ihm diese Geschichte erzählen. Er wird sehr stolz auf uns sein. Wetten das? Was haben wir denn so gehabt? 12 Abschüsse. Naja, immerhin. Bei 2 noch ein bisschen mitgeholfen. Passt doch. In der letzten Mission haben sie gute Arbeit geleistet. Das Namensschild der Selu haben wir dafür bekommen. Sehr nett. Jetzt wird uns Ihr Vater richtig zusammenstauchen. Sie wissen wirklich, wie Sie uns in Schwierigkeiten bringen können. Immer gerne. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch nur das Beste. Wir sehen uns dann zur nächsten Episode wieder. Ich mache es jetzt doch episodenweise. So viel zu Plan A. Naja, vielen Dank. Lasst mir doch einen Klick da, wenn es euch gefallen hat. Oder vielleicht sogar ein Abo. Wenigstens ein Gefällt mir. Ein Daumen, der würde mich freuen. Bis dahin macht es gut. Servus und auf Wiederschauen. Fantastisch aus. Und wenn ich es sagen darf, ich habe es noch nie in einem besseren Zustand gesehen. Ich kann es kaum erwarten, damit loszufliegen. Kommen Sie an Bord!